Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Lemke, ich möchte Ihnen noch mal sagen, weil Sie es am Anfang so gesagt haben, dann wird es möglicherweise keinen Anbau geben. Es wird keinen Anbau dieser in Frage stehenden Maissorten geben, weil das ganz eindeutig schon im Jahr 2015 das Opt-out erklärt worden ist. Und dabei bleibt es auch. Also einfach nur, damit es feststeht. Und ich glaube, es gibt jetzt da auch keinen Grund, sich so zu echauffieren oder gar so schlecht gelaunt da durch die Gegend zu ziehen. Denn natürlich hat die Opposition, und Sie haben das ja erfreulicherweise auch zitiert, immer das Recht, auch Anträge zu stellen. Sie haben ja den Antrag, wie von mir vorhergesagt, auch das dritte Mal wieder gestellt. Und dieses Recht will Ihnen auch niemand nehmen. Aber wir haben doch auch das Recht, unsere Meinung zu sagen, dass wir den Antrag für überflüssig halten und dass wir es nicht notwendig finden, ihn heute abzustimmen. Und ich habe es Ihnen schon begründet. Es gibt keine inhaltliche Begründung für diesen Punkt, sondern es ist der Grund, weil Sie einen Antrag stellen, der rein taktisch motiviert ist. Und jetzt erkläre ich es Ihnen noch mal, auch wenn Sie ja in vielen Landesregierungen in der Regierung sind und man glauben könnte, Sie wissen das Ganze schon, wenn zwei Regierungskoalitionen, Regierungsparteien auch getragen sind von den Koalitionen, dann müssen Sie mal diesen einen Koalitionsvertrag betrachten. Den unterschreibt nicht jemand aus der Bundesregierung, sondern ein Koalitionsvertrag wird unterschrieben von den Parteien. Und hier sind zwei Fraktionen aus unterschiedlichen Parteien, die einfach eine unterschiedliche Meinung haben. Unser Koalitionsvertrag legt deshalb ganz eindeutig eine Enthaltung in solchen Fällen fest. Wenn Sie jetzt Ihren Antrag hier zur Abstimmung stellen, dann hat es nur den Zweck, vorzuführen, dass die SPD-Kolleginnen und Kollegen, die alle inhaltlich der Meinung sind, dass man in Brüssel für ein Nein votieren muss, wie es die Bundesministerin ja auch macht, dass diese Kollegen vorgeführt werden sollen, weil sie sich nach Koalitionsvertrag schlichtweg enthalten müssen. Und diese billige Nummer, hier immer nur Kolleginnen und Kollegen vorzuführen, statt in der Sache zu streiten, die wollen wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Und deshalb werden wir nicht zustimmen, dass wir eine Sofortabstimmung vornehmen. Eva Bölling-Schröter hat für die Fraktion Die Linke das Wort.